Hallo zusammen. Heute geht es mal um den Shelly Uni, konkret um eine Frage, die ich schon ziemlich oft gehört und gelesen habe, nämlich kann man und wenn ja wie, den Uni dafür nutzen, sich auf dem Handy benachrichtigen zu lassen, wenn jemand an der Tür klingelt. Oder für die Alexa-Nutzer kann ich mich auch auf dem Echo benachrichtigen lassen oder sogar eine Routine ausführen, wenn jemand klingelt. Wie gesagt, mit einer ganz normalen, unsmarten Türklingel oder Türsprechanlage. Ja, das funktioniert natürlich sogar recht einfach und ich zeige euch mal, wie ich das bei mir gemacht habe. Bevor es aber losgeht, noch schnell ein Wort in eigener Sache. Ich habe ja vor 2 Wochen meinen kleinen Shelly Zubehörshop eröffnet, shellyparts.de. Und ich wollte mich einfach mal ganz herzlich bedanken bei allen, die die Idee auch gut gefunden haben und was bestellt haben. War sehr stressig in der ersten Woche, aber inzwischen hat sich alles gut eingespielt. Die Sachen gehen pünktlich raus und ich habe bis auf 2 Kleinigkeiten, die ich aber schnell beheben konnte, auch keine Beschwerden erhalten. Ich hoffe, das bleibt so und ihr seid zufrieden. Also wenn ihr Lust habt, schaut ab und zu mal rein, wenn ihr was braucht. Es gibt auch seit heute mehrere neue Produkte. Ein Gehäuse für den Shelly Uni, das man zum Beispiel für die Sache, um die es gleich geht, auch gut gebrauchen könnte. Ein Ständer für den Shelly Motion, Wandhalter für alle Shelly Relais und mein persönlicher Favorit, ein Steckdosenhalter mit Netzteil für den H&T. Also keine Batterien mehr, keine Kabel, einfach in die Steckdose stecken und fertig. So, genug mit der Eigenwerbung, legen wir mal los mit dem Uni. Also ich zeige euch erstmal die Wohnsituation, um die es geht, dass ich das nicht einfach nur so aus Spaß mache. Das hier ist ein Nebeneingangstor zu einem Hof und das hier ist die entsprechende Außeneinheit von einer Videosprechanlage. Und die Inneneinheit der Videosprechanlage, die ist hier drüben in diesem Gebäude und wenn da jemand zu Hause ist, dann ist auch alles kein Problem. Ist aber öfters niemand da und dann möchten die Leute, die hier drüben in der Wohnung wohnen, auch benachrichtigt werden. Da ist aber momentan kein Kabel, kein WLAN, keine Funkverbindung und so weiter zwischen diesen beiden Sachen da. Das heißt, man könnte jetzt hergehen, könnte sagen, man kann hier den Hof aufhacken und kann hier die Anlage austauschen gegen eine Zwei-Personen-Anlage. Ist aber sehr teuer, unwirtschaftlich und deswegen versuchen wir mal einen einfacheren Weg. Also wo und wie schließen wir den Uni jetzt an? Das ist natürlich von Anlage zu Anlage unterschiedlich, aber generell müssen immer 2 Voraussetzungen erfüllt sein. Seht ihr hier oben, ihr braucht Strom, um den Shelly zu betreiben. Das können entweder 12 bis 36 Volt Gleichstrom oder 12 bis 24 Volt Wechselstrom sein. Und eure Anlage sollte am besten über einen Anschluss für einen Zusatzgong, also eine zweite Klingel, verfügen, der dann den Uni schaltet, wenn es klingelt. Also das ist hier der Schaltplan. Wir können im Prinzip den rechten Teil hier können wir komplett vergessen, weil das sind Ausgänge, die brauchen wir ja nicht. Wir wollen ja bloß einen Zustand weitergeben. Hier die Sensoren brauchen wir auch nicht. Also was wir brauchen, ist hier oben der Eingang für den Strom und hier unten die Eingänge für den Schalter. Wie gesagt, da gibt es 2 Eingänge davon. Die liegen hier auf den Klemmen 7 und 8. Ich werde hier den Eingang 1 nehmen, das heißt auf die Klemme 7 gehen, ist ein hellbrauner Draht. In meinem Fall ist beides vorhanden. Die Anlage läuft mit 12 Volt. Ich habe sie hier, die Zentrale ist hier im Verteilerkasten verbaut. Nur blöderweise ist der Gong-Anschluss nicht hier mit in der Zentrale, wo ich also einen Shelly gut unterbringen könnte, sondern der Anschluss für den zweiten Gong befindet sich hinter der Sprecheinheit für Innen und heißt hinter diesem Bildschirm. Und das ist auch der Grund, warum ich einen Shelly Uni verwende, weil platzmäßig kriege ich einfach keinen Shelly 1 zum Beispiel hin, der ja theoretisch auch gehen würde. So, hier nochmal am Uni selbst, das, was wir gerade eben am Schaltplan gesehen haben. Hier auf der linken Seite die Ausgänge, die brauchen wir nicht zu berücksichtigen, weil wir wollen ja nichts schalten, sondern nur einen Zustand melden. Wichtig sind für uns der rote und der schwarze Draht, also Plus und Minus von der Stromversorgung. Und hier hinten der hellbraune, das ist der Input 1, den wir dann auf den Gong legen. Wenn wir den Monitor abgenommen haben, dann können wir hier eine Legende sehen und wir sehen, wir haben hier einen 12 Volt Plus Anschluss und hier den Ground, also Minus. Die beiden können wir verwenden, um unseren Shelly mit Strom zu versorgen.
Und hier auf der anderen Seite sind die beiden Gong-Anschlüsse. Die funktionieren wie ein Schalter, das heißt, sie werden, wenn es klingelt, gedrückt. Wir müssen also noch eine Leitung von Plus auf einen Gong-Anschluss legen und der andere Ausgang wird dann mit dem Input, also dem hellbraunen Draht des Shellys, verbunden. So sieht das Ganze dann fertig montiert aus. Kann man hier leider sehr schlecht sehen, weil es hier sehr eng ist und viele Kabel sind. Im Endeffekt ist es so, dass hier über diese Vago-Klemme wird der Anschluss vom 12 Volt Plus realisiert. Das ist also im Prinzip alles zusammengeklemmt, was 12 Volt Plus braucht. Hier oben der schwarze Draht ist der Ground vom Shelly Uni, der dann im Prinzip verbunden wird mit dem Ground-Anschluss von der Sprechanlage. Und der hellbraune Draht, also der Input 1, geht zum zweiten Anschluss vom Gong. Das Ganze müsste stromlos machen. Ich habe den Strom jetzt hier schon wieder angeschaltet, was ihr am Shelly sehen könnt. Und jetzt versuche ich, den Uni hier in den verbleibenden Platz in der Dose reinzubekommen. Falls das nicht klappt, dann könnte ich euch empfehlen, dass ihr so ein kleines Gehäuse hier nehmt, was ich euch vorhin ja schon gezeigt habe. Das könnt ihr dann sauber neben die Anlage schrauben und dann habt ihr auch eine gute Lösung. So, das hat geklappt. Der Shelly Uni ist hinter der Adapterplatte in der Dose verschwunden und jetzt können wir mit der Konfiguration anfangen. Weiter geht's mit der Konfiguration. Ich habe den Shelly Uni hier schon in der App installiert und einem Raum hinzugefügt. Wie ihr seht, also Klingel und Uni 2, hier oben die zwei Geräte, wird der Shelly Uni als zwei Geräte dargestellt, genau wie der Shelly 2.5, weil er halt auch zwei Schaltausgänge hat. Einen davon benötige ich nicht, deswegen habe ich ihn hier als Uni 2 genannt und den ersten, den ich brauche, also der, der beim Input 1, also mit dem hellbraunen Draht geschaltet wird, den habe ich umbenannt in Klingel. Wenn ihr jetzt wollt, dass das über eine Push-Nachricht oder über eine Benachrichtigung über euren Echo angegeben wird, wenn jemand klingelt, dann brauchen wir dafür eine Szene. Also einfach oben rechts auf Szenen gehen. Jetzt sehen wir gleich mal einen kleinen Bug in der Shelly-App. Nämlich dürften hier eigentlich nur die Szenen angezeigt werden, die in diesem Raum erstellt wurden, also die diesem Raum zugeordnet werden, werden aber alle möglichen Szenen angezeigt. Wenn wir das ändern wollen, gehen wir hier nochmal zurück. Gehen nochmal auf den Raum, klicken nochmal auf Szenen und ihr seht, jetzt ist das leer, weil hier noch keine Szene drin ist. Also wenn das bei euch passiert, liegt nicht an euch, liegt an der App. Einmal mit Plus eine Szene hinzufügen. Jetzt geben wir der Szene einen Namen. Ich würde euch empfehlen, nehmt nicht den gleichen Namen des Gerätes, also in meinem Fall nicht Klingel, weil dann kann es passieren, dass wenn ihr ein Kommando an den Echo gebt, dass der nicht weiß, soll ich jetzt das Gerät schalten oder die Szene ausführen. Deswegen nenne ich das jetzt Ganze einfach mal Doorbell, wählen wir hier den entsprechenden Raum aus. Irgendein Bild, könnt ihr euch auch eins hochladen. Klicken wir auf Weiter und dann können wir hier schon die Bedingung hinzufügen. Und die Bedingung soll natürlich sein, wenn das Gerät Klingel geschaltet ist. Können wir entweder hier über Input Change, also wenn der Input ist angeschaltet oder Relais ist angeschaltet, ist egal. Bewirkt beides das Gleiche, soll einmal passieren. Hinzufügen. Dann haben wir unsere Bedingungen schon erledigt. Als Aktion wollen wir ja eine Benachrichtigung haben und dann können wir uns aussuchen, wollen wir zum Beispiel eine Telefonbenachrichtigung, also eine Push-Nachricht oder eine Nachricht an Alexa oder auch beides. Ich mache jetzt einfach mal beides. Ich sage hier, die Push-Nachricht soll sein, es hat geklingelt. Und die zweite Aktion, die wir hinzufügen, soll eine Notify on Alexa sein. Das Ganze speichern wir jetzt ab und dann sind wir hier auch schon fertig. So, weiter geht's in der Alexa-App. Da müssen wir zunächst oben rechts mit dem Pluszeichen nach neuen Geräten suchen. Ich habe das hier schon gemacht, weil das ungefähr eine Minute dauert. Und es wird dann hier oben das Gerät namens Doorbell gefunden. Also das, was wir gerade, oder die Szene, die wir gerade angelegt haben, wird hier als Gerät erkannt. Wir könnten das jetzt hier als Türklingel konfigurieren. Das machen wir aber nicht. Es gibt eine elegantere und bessere Lösung, nämlich über eine Routine. Das heißt, wir gehen hier auf Routinen, fügen eine Routine hinzu. Wenn Folgendes passiert, dann wählen wir uns unsere Smart Home Geräte. Und zwar haben wir hier dann die Doorbell. Wenn Doorbell gedrückt ist,
einmal speichern und dann können wir da wieder Aktionen hinzufügen. Und ich möchte, dass es einmal klingelt. Das heißt, es gibt hier unten die Möglichkeit, Töne auszuwählen. Und zwar am besten nehmen wir da Glocken und Summer. Das sind nämlich gleich Türklingeln dabei. Ich wähle jetzt einfach mal die Türklingel 3. Und zusätzlich möchte ich noch, das müsst ihr nicht machen, das ist jetzt einfach nur mal so zum Zeigen, sage ich, ich möchte gerne noch eine Aktion hinzufügen, nämlich eine Sprache, einen benutzerdefinierten Satz, der dann auch wieder heißt, es hat geklingelt. Könnte auch sagen, am Hoftor geklingelt oder was auch immer, ne? So, dass ihr das im Prinzip zuordnen könnt. So, jetzt speichert ihr das Ganze hier oben und müsst euch dann natürlich noch auswählen, wenn ihr mehrere Echos habt oder mehrere Amazon-Geräte wie bei mir, auf welchem Gerät das angesagt werden soll. Ich nehme jetzt hier mal den Echo im Keller, wo ich gerade sitze, weil dann kann ich euch das auch vorführen, dass das funktioniert. Das war's schon. So, kleiner Funktionstest zum Schluss. Wenn es klingelt, passiert jetzt Folgendes. Es hat geklingelt. Ihr bekommt also den Ton, eure Ansage und zusätzlich eine Push-Nachricht aufs Handy. Und wenn ihr wie ich euren elektrischen Türöffner auch mit einem Shelly ausgestattet habt, dann könnt ihr von hier aus auch gleich sagen, Alexa, Tor auf. Und das Tor wird geöffnet. Das habe ich aber in einem anderen Video gezeigt, könnt ihr oben rechts in der Infokarte sehen. Wie ihr gesehen habt, eigentlich sehr simpel einzurichten, wenn man weiß, wie es geht. Ich habe das bereits seit einigen Monaten verbaut, funktioniert einwandfrei und man kann sich so wirklich für ganz wenig Geld sein Zuhause ein bisschen smarter machen. Apropos smartes Zuhause, ich habe mir in letzter Zeit einige neue Smart Home Komponenten angeschafft. Zum Beispiel diese Videosprechanlage hier von Netatmo, eine Außenkamera mit Solarpanel, ein Saugroboter und so weiter. Die möchte ich euch natürlich auch gerne zeigen. Also bitte seid nicht böse, wenn es in den nächsten Videos vielleicht nicht nur um Shellys geht. Ich verspreche euch aber, die Sachen sind mindestens genauso interessant und nützlich. Zum Schluss, wie immer, bitte abonniert meinen Kanal und jetzt neu. Schaut auch mal in meinem Shop vorbei, wenn ihr was braucht. Danke und bis bald.